Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres letzten Heimspiels gegen den FSV Frankfurt. Zu zweit das Spiel sahen 49 Zuschauer. Bei mir die beiden Trainer, zu meiner linken Gästecoach Tim Görner. Herzlich willkommen. Zu meiner rechten unser Trainer Timo Wenzel. Herr Görner, Ihr Kommentar zum Spiel heute. Ja, ich denke, viel schlechter als wir kann man nicht ins Spiel reinkommen. Wir kassieren direkt nach 5 Minuten den ersten Gegentreffer. Wir haben die ersten 10, 15 Minuten eigentlich gar nicht stattgefunden, haben null Zugriff gegen den Ball bekommen. Dann haben wir uns ein bisschen gefangen, hatten eigentlich eine ganz gute Drangphase. Insgesamt, glaube ich, war es ein unfassbar wildes, offenes Spiel. Sowohl in unserem eigenen Ballbesitzspiel auch als gegen den Ball hatten wir unfassbar große Räume, die so normalerweise bei uns nicht stattfinden. Aber Fakt ist, dass wir uns überragend in das Spiel reingearbeitet haben, nie den Glauben an uns selber verloren haben, bis zum Ende wirklich alles gegeben haben. Und ja, haben uns dann einfach dann irgendwie diese 3 Punkte dann erkämpft. Vielen Dank, Timo. Dein Statement zum Spiel heute. Ja, erstmal Glückwunsch an den FSV Frankfurt für die 3 Punkte. Es war selten dieses Jahr so, dass wir zu Hause verloren haben. Leider so ist es so, dass wir das letzte Spiel zu Hause verloren haben. Zum Spiel ist es so, dass wir sehr gut reingekommen sind in das Spiel. Machen dann auch gleich das 1-0 und dann, glaube ich, bis zur 30. Minute, glaube ich, wirklich 2 richtig, richtig gute Torchancen mit Mukko und mit Markus Mendler. Machen da leider den Sack nicht zu, müssen einfach das Spiel killen in der ersten Halbzeit. Und was wir dann ab der 30. Minute gespielt haben, kann ich mir nicht erklären oder kann ich euch nicht erklären, weil da haben wir alles vermissen lassen. Die Abstände waren viel zu wir waren nicht gallig und was mein Kollege gesagt hat, ist so, dass sie den Sieg unbedingt wollten und wir leider den Sieg nicht so wollten, wie es der Gegner gemacht hat. Und deswegen, wenn du ab der 30. Minute einfach weniger machst, dann hast du zum Schluss es auch nicht verdient. Und so ist es auch gekommen. Sehr, sehr schade. Aber wir müssen jetzt leider Gottes mit der Niederlage leben, weil am Donnerstag geht es weiter und am Donnerstag müssen wir eine Leistung bringen, dass wir ins Finale einziehen, weil es wird unheimlich schwer. Aber ich glaube, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt genau wissen, was auf uns zukommt. Und deswegen müssen wir am Donnerstag um 19 Uhr topfit sein, weil es unheimlich schwer wird. Aber trotzdem nochmal danke an die Fans für das ganze Jahr. Ich hoffe, wir können uns nachher noch ein bisschen unterhalten bei einem kleinen Bier. Und deswegen euch alles Gute, gute Heimfahrt nach Frankfurt und bis bald. Dankeschön. Timo, vielen Dank. Gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann auch von mir, unseren Gästen, gute Heimfahrt und viel Erfolg für die beiden letzten Spiele, dass das noch klappt. Und ansonsten, für uns geht es weiter am Donnerstag im Pokal-Halbfinale in Auersmacher. Timo hat es gesagt. Bis dahin, gute Zeit und auf Wiedersehen.